Weg jetzt auch zu uns gefunden haben. Herzlich willkommen zum Sonntag-Live-Training. Was ist wichtig sonntags morgens um 9 Uhr hier beim Live-Training? Einladung an dich, sorg dafür, dass du nicht gestört wirst, so die nächsten halbe, dreiviertel Stunde, dreiviertel Stunde eher. Ich schaue immer, dass ich so bei einer dreiviertel Stunde bleibe, aber dann wird es oft doch noch ein bisschen länger. Also so 45 Minuten solltest du jetzt nicht gestört werden, damit du dich wirklich hier auf das, was ich mit dir teile, hier tatsächlich fokussieren kannst, damit du das Bestmöglichste und Größtmöglichste hier tatsächlich auch mitnimmst, um es natürlich auch anschließend umzusetzen. Am besten auch was zum Mitschreiben zu holen. Zum Mitschreiben zu holen, wunderbar. Zum Mitschreiben holen, damit du dir Notizen machen kannst. Und ganz wichtig, falls du dein Workbook noch nicht hast im Messenger, dann wäre jetzt ein wunderbarer Zeitpunkt, ins Kommentarfeld Hashtag Mitte zu schreiben. Dann sieht meine gute Perle, die Elisabeth, das nämlich und schickt dir das noch ganz rasch zu über den Messenger, das Workbook. Denn da hast du so eine genaue Anleitung über die Dinge, die wir jetzt heute Morgen hier auch machen. Kannst du dann auch mitschreiben. Genau. Stichwort gute Perle Elisabeth. Noch ein Hinweis. Die Elisabeth wird den ein oder anderen von euch jetzt hier auch taggen, wie man das so im Fachjargon hier sagt. Nicht um dich zu ärgern, sondern weil Facebook das live ja manchmal nicht anzeigt, auf dem Handy nicht anzeigt oder nur auf dem Computer anzeigt oder wie auch immer. Damit du auch weißt, wir sind live. Ich kriege immer mal wieder zwischendrin sogar Anrufe. Ist mir jetzt auch schon einige Male passiert. Über den Messenger. Ich finde euch nicht. Ich finde dich nicht. Wo ist das live? Bist du live? Und deshalb wird die Elisabeth den ein oder anderen von euch hier taggen, um einfach darauf aufmerksam zu machen. Live-Training ist am Start, ich bin am Start, ich gebe heute Morgen wieder alles hier für dich, damit du zu deiner Klarheit kommst. Wenn dich das irgendwie ärgert oder du das nicht möchtest, getaggt hier zu werden, aufmerksam gemacht zu werden auf so ein Live-Training, dann, oder überhaupt dieses Gratis-Coaching zu nutzen, dann ist auch nichts falsch dran, wenn du im Grunde genommen auch dann die Gruppe verlässt. Denn wie gesagt, wir wollen dich nicht ärgern, wir wollen ganz viel, ich, mein Team, dir hier weitergeben und alle anderen, die sagen, ja, ich bin dabei, schenk mir doch gern mal ein Herzlein oder einen Daumen hoch, weil nicht nur, dass mein Herz da höher schwingt und ich mich freue, sondern damit zeigen wir Facebook auch, hier ist was los in der Gruppe. Hier findet was ganz Besonderes statt und diejenigen, die da noch auf der Suche sind, die finden uns einfach ein bisschen schneller hier. Okay, also ich freue mich über Herzwegen. Die Marion ist auch mit dabei. Guten Morgen nach Frankfurt. Wen sehe ich denn noch hier? Verschneiten Frankfurt. Ja, so eine verschneite Winterlandschaft ist ja auch was Schönes. So ist es ja nicht. Man müsste immer so switchen können, von jetzt auf gleich so beamen. Das wäre für mich das Ideale. Wenn ich jetzt Lust habe auf Schneeanzug und verschneite Winterlandschaft beamen, schönen verschneiten Waldspaziergang machen und dann wieder zurückbeamen nach Zypern, wo es ein bisschen wärmer ist. Melanie, wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du auch dabei bist. Meine wunderbare Co-Trainerin. So, ihr Lieben, ja. Dann lasst uns doch jetzt starten. Worum geht's heute eigentlich? 5 einfache Schritte, um in deiner Mitte anzukommen und wie du dir damit eine Lebenswirklichkeit erschaffst. Darum geht's heute. Du wirst in diesem Live-Training heute Morgen erfahren, wie du dir deine Lebenswirklichkeit bislang auf eine unbewusste Art und Weise erschaffen hast und welche Schritte du jetzt gehen kannst, um ganz bei dir in deiner Mitte anzukommen. Dein Herz und deine Seele, die werden sich freuen. Und du bist hier auch genau richtig, wenn du bis eben noch nicht das Leben gelebt hast, das zu dir und tatsächlich zu deiner Lebensaufgabe, zu deiner Seelenaufgabe, zu deinem Lebensplan, ganz zu dir, wie du es gerne hättest, hast. Wenn du das Leben, wie du es gerne hättest, noch nicht hast. Wenn du bis eben noch ständig was Neues ausprobiert hast, sei es über Persönlichkeitscoaching, sei es Familienstellen, Ahnenaufstellungen,
Klopfmethoden, was es da auch alles gibt, aber nichts fühlt sich jetzt tatsächlich so richtig gut an oder es hilft mal nur für einen Moment und du drehst doch noch mal irgendwie eine Schleife, du merkst, bist doch nicht weitergekommen, hat sich zwar ein bisschen was gelöst vielleicht, aber trotzdem geht es nicht weiter. Und wenn du spürst, dass es da noch mehr in deinem Leben geben muss, als das, was du bis eben als Lebenswirklichkeit vorfindest. Und auch wenn du jetzt tatsächlich Klarheit haben möchtest, mal was deinem Seelenplan entspricht, wenn du aufhören möchtest zu suchen, wenn du daraus auch deinen Seelenberuf kreieren möchtest, um tatsächlich künftig frei und völlig unabhängig von äußeren Umständen zu leben. Also ich bin ja auch jemand, was da draußen gerade so läuft, das geht weitestgehend an mir vorbei. Ja, es sei denn, wir wo ich mich wieder mit beschäftige, ist, wenn wir jetzt auf die Idee kommen, okay, wir wollen jetzt mal wieder von Zypern sonst wohin fliegen, dann muss ich natürlich gerade gucken, welche Richtlinien sind wo, wo kann ich einreisen. Aber ansonsten läuft das ja im Grunde genommen an mir vorbei. Und wie schön ist es, wenn du dich tatsächlich befreien kannst von diesen Zwängen, von diesen Vorschriften, die es da im Außen gerade gibt. Und du weitestgehend frei dein eigenes Leben machen kannst, dann bist du auch hier genau richtig. Ja, das heißt nicht, dass es darum geht, Zwänge oder vielmehr Vorschriften nicht einzuhalten. Das meinte ich eben damit. Ich muss mich einfach nur mit irgendwelchen Vorschriften beschäftigen, wenn wir jetzt auf die Idee kommen, mal schauen, wie es ist mit Einreisebestimmungen in Bali. Was müssen wir da tun? Brauchen wir da einen Test und brauchen wir da ein Visa? Ab geht der Flug, auf geht's nach Bali. Ansonsten, wie schön ist es, wenn dich alles andere da nicht tangiert? Darum geht's auch. Dann bist du auch hier richtig, wenn du dir so ein freies Leben tatsächlich auch jetzt unabhängig von äußeren Umständen gestalten möchtest. Und damit möchte ich auch nicht sagen, dass du mich nachmachen musst und auch nach Zypern kommen musst oder unbedingt nach Bali reisen musst. Sondern es geht darum, dass du herausfindest, wie willst du selbst es wirklich haben? Was passt zu dir? Was passt genau zu dir, zu deinem Herzen, zu deinem Seelenplan, zu deiner Lebensaufgabe, dein freies Leben, wo auch immer das auf dieser wunderschönen Welt ist? Ja? Und du bist hier auch genau richtig, wenn du schon vieles ausprobiert hast, Bücher gelesen hast, Seminare besucht hast, vielleicht auch schon regelmäßig meditierst, aber trotzdem klappt das irgendwie nicht so richtig mit dem freien Leben. Dann bist du hier auf jeden Fall auch goldrichtig. Du wirst am Ende des heutigen Live-Trainings wissen, wie du dir deine Lebenswirklichkeit künftig bewusst erschaffst, wie du ganz bei dir selbst in deiner Mitte tatsächlich ankommst und auch viel zufriedener und glücklicher sein wirst und ja, wie du künftig tatsächlich auch frei leben kannst. Und richtig, auf jeden Fall bis zum Ende dabei, weil da wird es noch ein ganz spezielles Goodie für dich geben. Ein Special für dich, ja? Ich gratuliere dir auch, dass du hier bist, denn das zeigt, dass du wirklich etwas ändern möchtest in deinem Leben. Du gehörst zu den 10% Menschen, die sagen, hey, ich will mehr im Leben. Und bist sogar sonntags morgens um 9 Uhr hier, deshalb am Start. Du willst, gehe ich mal von aus, dein volles Potenzial entdecken und entfalten und dir tatsächlich ein freies Leben gestalten. Und ich kann dir eines sagen: Nie war der Zeitpunkt besser als jetzt. Nie war der Zeitpunkt, dein eigenes Leben in die Hand zu nehmen, dir dein Leben nach deinem Herzen zu gestalten. Nie war der Zeitpunkt tatsächlich besser als jetzt. Alles andere, was dein Kopf dir bis eben noch erzählt, dass es gerade jetzt schwierig ist und, oder aufgrund dieser Situation, die da draußen herrscht, kannst du dies oder jenes nicht, kannst dich gleich schon mal darauf vorbereiten, dass wir das jetzt hier alles wegschicken. Das ist definitiv nicht so. Und ich gehe auch mal davon aus, dass du tatsächlich dein eigenes Ding machen möchtest, das dich wirklich erfüllt, das dich morgens voller Freude aus dem Bett hüpfen lässt. Und Achtung, dir auch ein monatlich stabiles Einkommen sichert. Weil gerade wenn wir da draußen sehen, was los ist in der Wirtschaft, nichts ist
sicherer, als wenn du dir selbst sicher sein kannst und genau weißt, wie du dir dein Einkommen Monat für Monat sicherst und aufhörst, für Ziele von anderen zu arbeiten. Und damit bitte nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, wenn du noch eine Stelle hast, dass du morgen kündigst, sondern sobald du Klarheit hast, wie du dir deine Lebenswirklichkeit erschaffst, was deinem Seelenberuf und deinem Seelenplan entspricht, und damit kannst du dann aufbauen bis zu dem Zeitpunkt, und das muss gar nicht so lange dauern, wo du dann sagst, wow, jetzt verdiene ich ja wesentlich mehr mit meinem eigenen Ding, jetzt kann ich da Tschüss sagen. Statt darauf zu warten, dass die Firma irgendwann in der Situation ist, und das ist ja zu tausendfach in den letzten Wochen und Monaten auch geschehen, sorry, wir müssen schließen, weil, oder wir müssen Personal abbauen, weil. Ja, das ist das Ding, warum der Zeitpunkt nie besser ist als jetzt, dein eigenes Ding zu machen und dir dein eigenes monatlich tatsächlich stabiles Einkommen eben auch zu sichern. Vielleicht hast du auch schon einiges ausprobiert, hast aber einfach das Problem, dass es bislang nicht so richtig funktioniert hat, dir die Klarheit und das Vertrauen fehlt, dass du tatsächlich auf dem richtigen Weg bist. Darum gratuliere ich dir, dass du hier bist, nicht nur, weil du diese Dinge jetzt hier erfährst, sondern du gehörst zu den 10% Menschen, die mehr machen wollen aus dem Leben. Du könntest auch einfach auf der Couch hocken und jetzt nichts tun, dich ausgeliefert fühlen in dieser Situation. Weiter denken, naja, da draußen ist halt dies oder jenes, ich kann halt nichts machen. Aber du bist hier, du willst mehr. Und falls du mich jetzt zum ersten Mal hier siehst oder hörst und fragst dich, wer ist das überhaupt? Ganz kurz zu mir. Wir haben ja ganz viele wunderbare neue Mitglieder hier, wunderbare Frauen nochmal hier, die letzte Woche hier in unserer Erfolgscommunity aufnehmen dürfen. Mein Name ist Irmgard Anna Bronda und ich helfe Frauen, in erster Linie Frauen, ein paar Männer darf ich auch immer mal wieder begleiten, freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ich helfe Frauen dabei, in erster Linie mit Hilfe ihres Seelenplans das Hamsterrad zu verlassen und tatsächlich selbstbestimmt mehr Freude, Leichtigkeit, Spaß und auch Geld im Leben zu haben. Ich bin seit 2005 auf diesem Weg. Inzwischen gibt es die Irmgard Anna Bronda Akademie so als Dach quasi, wo ich dann in unterschiedlichsten Mentoring-Programmen dich begleite in dein freies Leben ganz nach deinem Herzen. Und ganz ehrlich, es gab Zeiten in meinem Leben, wo ich genauso wie du spürte, dass es noch mehr geben muss im Leben, als das, was ich gerade als meine Lebenswirklichkeit da finde. Ich habe 30 Jahre im öffentlichen Dienst gearbeitet, war die ersten Jahre zwar sehr stolz auf die Stelle, aber im Laufe der Jahre wurde ich einfach zunehmend unzufriedener, fühlte mich fehl am Platz, spürte immer mehr, das ist nicht das, was ich tatsächlich machen möchte, warum ich tatsächlich hier bin, was mir den Sinn in meinem Leben gibt. Und ich wollte vor allem eins nicht mehr. Ich wollte mir nicht mehr den Tag von anderen vorschreiben lassen, wann ich am Arbeitsplatz zu sein habe, wann ich Urlaub machen darf und schon gar nicht, wie viel Geld jeden Monat auf mein Konto fließt, um dann Monat für Monat zu schauen, wie komme ich mit dem Betrag überhaupt über die Runden. Das sind so die Dinge, die dir wahrscheinlich bekannt vorkommen. Und deshalb, jetzt geht's um dich. Lass uns starten. Ich gehe mal von aus, dein Worksheet hast du bereit. Ansonsten noch ganz rasch Hashtag Mitte ins Kommentarfeld schreiben und dann sieht Elisabeth das und schickt es dir dann noch ganz rasch über den Messenger zu. So, die erste Folie mit diesen Balken, die du siehst, diese 5 Schritte, die schauen wir uns jetzt an. Und der große Balken, der oben steht, da kannst du dir reinschreiben, das Erschaffen meiner Lebenswirklichkeit. Das schauen wir uns jetzt im Detail an, wie wir uns unsere Lebenswirklichkeit erschaffen, wie du sie dir bislang auf eine unbewusste Weise erschaffen hast. Das heißt, im nächsten Schritt weißt du ganz genau, welche Schritte du gehen musst, um sie dir bewusst jetzt so zu erschaffen, wie du es tatsächlich möchtest und was es da zu beachten gilt. Ja? Also, oberster Balken kannst du dir reinschreiben. Fundamentale Glaubensmuster, was meine ich damit? Es ist ja alles eine große Energie und auch wir sind Energiewesen.
Ja, die Dinge, die wir mit unserem bloßen Auge sehen, an materiellen Dingen, sei es hier das Wasserglas, sei es der Schreibtisch, auf dem das Wasserglas steht, unser physischer Körper, die Häuser, die Umgebung, alles, was wir als Materie sehen, ist aber auch nichts anderes als eine Form von Energie, verdichtete Energie, wenn du so willst. So, und wenn wir die Entscheidung dann treffen von dieser anderen, ich nenne es jetzt mal lichtvollen Ebene, darunter gucken und ja denken, okay, jetzt ist es mal Zeit wieder zu inkarnieren. Ich sage das jetzt mal ein bisschen spirituell. Suchen uns unsere Familie aus, in der wir inkarnieren wollen. Das hat ja auch alles seinen Sinn. Warum du in die Familie dich hinein hast gebären lassen, wo du gerade bist, auch wenn du denkst, da bin ich falsch. Das sind Dinge, die mich jahrelang begleitet haben. Ich habe jahrelang gedacht, in der Familie hier, ich bin der Alien, da passe ich nicht hin. Aber auch das hat seinen Sinn, dass ich genau in der Familie, ja, dass ich mir genau diese Familie ausgesucht hatte. Aber das ist mal noch ein anderes Thema. Das können wir ein andermal gerne uns anschauen. Jetzt geht es um diese fundamentalen Glaubensmuster, die wir schon mitbringen, bevor wir aus dem Bauch von der Mama auschecken. Denn bis zu dem Zeitpunkt haben wir kein eigenes Ich-Bewusstsein. Sonst könnten wir ja sagen, was du da gerade denkst und fühlst, ist dein Ding, hat nichts mit mir zu tun. Dieses Ich-Bewusstsein, das entwickeln wir erst später. Das heißt im Klartext, diese fundamentalen Glaubenssätze, das sind genau die Dinge, die in unserem Unbewussten, Achtung, noch eine Etage tiefer als in unserem Unterbewusstsein, in unserem unbewussten See vergraben sind. Das sind die Dinge, wir haben ganz genau mitbekommen im Bauch von der Mama und da gibt es wissenschaftliche Beweise für. Das ist also jetzt nicht irgendein esoterischer Kram, den ich hier einfach so von mir gebe. Wir haben ganz genau mitbekommen, hat die Mama sich riesig gefreut, als sie erfahren hat, dass der Nachwuchs angesagt ist? Hatte sie Stress mit dem Papa? Hatte sie Sorgen, finanzielle Sorgen, andere Ängste? Wir haben alles mitbekommen, was während dieser ganzen Zeit im Außen geschehen ist. Alles. Und das ist total ungefiltert in unsere sogenannten fundamentalen Glaubenssätze in unser Unbewusstes abgesackt, noch bevor wir das Licht dieser Welt erblickt haben. Okay? Auf den nächsten Balken von oben nach unten kannst du schreiben: Prägungen, Glaubenssätze. Das sind die Dinge, sobald wir das Licht dieser Welt erblickt haben und schon in den frühesten ersten Tagen, bekommen wir ganz klar mit, wie unser Umfeld reagiert auf uns. Das heißt, wir bekommen auch ganz klar mit, wenn ich jetzt mal die ganze Nacht durchgeplärrt habe, weil ich halt Bauchweh hatte oder warum auch immer, dann ist die Mama nicht ganz so gut am nächsten Tag drauf, wie wenn ich seelisch geschlafen habe. Also das sind alles Dinge, die wir total mitbekommen. Da fangen wir auch schon an, erste Prägungen anzulegen, uns schon so langsam, ganz, ganz langsam in ersten Schritten so zu verhalten, dass wir möglichst viel Liebe, Lob und Anerkennung bekommen. Denn wir lechzen nach Liebe, nach Lob und nach Anerkennung, wenn wir hier unseren Körper eingenommen haben. Wir sind nicht unser Körper, du bist nicht dein Körper. Du bist in Wahrheit ein unendlich großes Wesen, das diesen Körper hat. Wie so ein Anzug haben wir diesen Körper. Ja? Den sehen wir auch mit dem bloßen Auge. Und so haben wir einfach, weil wir nach Liebe, nach Lob und nach Anerkennung lechzen, angefangen, uns so zu verhalten, immer mehr und mehr, dass wir möglichst viel Liebe, möglichst viel Lob und möglichst viel Anerkennung auch bekommen. Die Liebe, die suchen wir im Erwachsenen-Dasein oftmals im Außen dahingehend, dass wir sie beim Partner suchen. Das ist der Grund, warum dann letzten Endes auch so viele Beziehungen auseinandergehen, weil man irgendwann feststellt, oh, deine Taschen sind leer, meine sind auch leer. Dabei ist der Partner eigentlich nur der Spiegel von einem selbst. Und dann gehen die Beziehungen auseinander.
Alles ist in uns verborgen, was wir brauchen. Es hat uns nur niemand beigebracht, das auch tatsächlich aus uns herauszuholen. Und die Anerkennung, die suchen wir meist im Außen, im Hinblick darauf, auf unseren Arbeitgeber, auf den Arbeitsplatz. Wenn ich an mich früher denke, viele Jahre im Vorstandssekretariat gehockt, was haben meine Augen gestrahlt, wenn der Chef mich gelobt hatte? Da war die Welt eine Kugel, da war alles gut. Und es geht nicht darum, dass wir uns nicht über Lob freuen dürfen, sondern es geht darum, dich deiner selbst so bewusst zu sein, dass du weißt, wer du bist, ein wunderbares und endlich großes Wesen, das jetzt gerade an dem Arbeitsplatz hockt, eine wunderbare Arbeit leistet, ob du gelobt wirst oder nicht, das ist sowas von egal. Ja? Aber das war dieses Lechzen nach Lob und nach Anerkennung aus meinem früheren Leben. Das ist auch etwas, wovon wir uns lösen dürfen, weil diese Loben, diese Anerkennung, es ist alles in uns drin, es ist alles in dir verborgen, was du brauchst. Es darf sich nur ans Tageslicht holen lassen, und zwar von dir, von niemandem außen. So, und dann der nächste Schritt. Prägungen haben wir kurz drüber gesprochen. Glaubenssätze. Das ist nichts anderes als diese, ich sage jetzt mal, verdammten Sätze, die wir glauben. Und wenn ich sage verdammten Sätze, in diesen verdammten Sätzen ist im Grunde genommen nichts Schlechtes dran, denn nach deinem Glauben wird dir geschehen. Diese Glaubenssätze, das sind die Sätze, die wir, wenn wir dann die Kinderstube durchlaufen haben, du kannst dir das vorstellen, wie so ein ungefilterter Trichter ist hier und da kommt alles ins Unterbewusstsein, fließt da alles rein. Wir saugen ja alles im Umfeld auf als Kinder, wie andere das machen, wie die sprechen. Und da ist auch nicht an allem etwas Falsches dran, weil es ist ja auch gut, dass wir alles aufsaugen, dass wir unser Umfeld ein Stück weit nachahmen. Sonst würden wir ja noch auf allen Vieren durch die Gegend kriechen. Wir haben irgendwann gesehen, und die meisten, die laufen auf zwei Beinen, will auch auf zwei Beinen laufen. Ja? So, das haben wir tausende Male versucht, tausende Male hingefallen, tausende Male Tränen geweint, bis wir es dann geschafft haben. Und bevor wir das mit dem Laufen probiert haben, haben wir gesehen, die sprechen da irgendwie und ich lalle einfach nur. Dann haben wir das nachgeahmt, deshalb können wir heute sprechen. Ja, können wir uns miteinander besser kommunizieren. Da ist nichts falsch dran. Das ist gut, dass wir das so gemacht haben. Nur ab einem gewissen Zeitpunkt haben wir auch angefangen, Dinge nachzuahmen und Sätze in unser Unterbewusstes reinzulassen, die wir so sehr glauben, dass sie zur jetzigen Lebenswirklichkeit geführt haben, wo wir sagen, nee, das will ich alles nimmer. Ja? Die gilt es zu ändern. Sprechen wir gleich noch drüber. In den nächsten beiden, nächster Schritt kannst du dir reinschreiben, Bewertungen und Beurteilungen. Jedes Mal, wenn wir in unserem Leben, in der Kinderstube, sind wir da viel von außen geprägt worden. Und als wir dann ja so in die Schule gegangen sind und auch Schulsystem verlassen haben, so wie man so schön sagt, auf eigenen Beinen gestanden haben, ja, so sagt man das im Sprachjargon. Haben wir jedes Mal, wenn wir neue Erfahrungen gemacht haben, angefangen, Dinge zu bewerten und zu beurteilen, weil auch das Umfeld das so gemacht hat. Das haben wir auch mitbekommen. Als 12 Monate altes Kind, wenn du dir mal vorstellst, 12 Monate alte Kinder, die sich so gegenüber hocken oder gegenseitig beobachten, wie sie gerade laufen lernen, so in der Kindergarten oder so in der Kinderkrippe, wo auch immer, oder zu Hause, Geschwister, die kämen nie auf die Idee, sich gegenseitig zu bewerten und zu beurteilen, wie etwas zu sein hat. Das sind alles Dinge, wo wir angefangen haben, Situationen, Menschen und vor allem noch fataler uns selbst zu bewerten und zu beurteilen. Schauen wir uns auch gleich nochmal näher an. Und auf den nächsten Balken kannst du dir draufschreiben, Aufmerksamkeit. Alles ist eine große Energie, habe ich eingangs erwähnt. Allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Und Gleiches zieht Gleiches an. Das ist ein Naturgesetz, dem können wir uns nicht entziehen.
Das, was wir mit unseren Gedanken aussenden, das ziehen wir auch an. Nichts anderes. Und auf den letzten Balken kannst du da draufschreiben, Entscheidungen. Die Entscheidungen, die wir im Leben treffen, da gibt's, kannst du dir vorstellen, wie so ein Universumsfördner, der sagt, okay, diese Bestellung, diese Entscheidung ist gerade angekommen, liefern wir. Weil bewerten und beurteilen tun nur wir Menschen. Das Universum bewertet und beurteilt nicht, ob das jetzt die richtige Bestellung war oder ob das die falsche Bestellung war. Genauso wie der Kellner, wenn du im Restaurant sitzt und du bestellst dir Spaghetti Bolognese, der Kellner nimmt es einfach entgegen. Der bewertet oder beurteilt nicht, ob du jetzt Spaghetti Bolognese isst und bestellt hast oder ob du dir besser was anderes bestellt hättest. Genauso bewertet und beurteilt auch das Universum nicht. Es liefert einfach immer nur, wie der Kellner im Restaurant, aufgrund der Dinge, die du bestellt hast. Und so hast du dir bis eben auf eine unbewusste Art und Weise zum großen Teil deine Lebenswirklichkeit dir erschaffen. Fundamentalen Glaubenssätze vorgeburtlich. Prägungen und Glaubenssätze, die sind dann später ab dem Zeitpunkt entstanden, wo wir die Kinderstube durchlaufen haben. Wie ein Trichter hier, ungefiltert ist da alles rein. Dann haben wir angefangen, ab einem gewissen Zeitpunkt alles zu bewerten und zu beurteilen. Und den Dingen, denen wir dann Aufmerksamkeit geschenkt haben, die haben Energie bekommen, die konnten wachsen und daraus haben wir entsprechende Entscheidungen getroffen. Ich bringe da mal noch ein Beispiel dazu, was es mal noch ein bisschen verklärt. Du kannst dir das, also zwei Beispiele, du kannst dir das auch vorstellen wie bei einem Computer. Da sind ja im Hintergrund ganz viele Dateien aktiv. Wenn ich eine Word-Datei aufmache und haue da in die Tasten, entstehen auf dem Bildschirm gewisse Buchstaben. Wenn ich die Pfeiltaste drücke, dann springt der Cursor in die nächste Zeile. Und so ist das auch mit unserem Unterbewusstsein, da sind ganz viele Dateien und Programme angelegt, die zum Teil auch als fundamentale Glaubenssätze, also in den Bereich absacken. Nicht alles, was wir aufnehmen in unser Unterbewusstsein, sobald wir das Licht der Welt erblickt haben, bleibt in unserem Unterbewusstsein, sondern vieles oder einiges sackt auch im Laufe der Jahre tiefer ab in die sogenannten fundamentalen Glaubensmuster. So. Und so greift dieses Ding mit den Prägungen und Glaubenssätze und fundamentalen Glaubenssätze auf ein Stück weit auch ineinander ein. Und die Bewertungen und Beurteilungen, die wir dann jedes Mal, wenn wir uns auch eine Meinung über etwas bilden, wenn wir eine Ansicht über etwas haben, legen wir im Grunde genommen wieder eine Datei an, die als Prägung, als Glaubenssatz sich verfestigt und oder auch im Laufe der Jahre auch ins Unbewusste absackt. So ist das immer ein Zusammenspiel. Und den Dingen, denen wir Aufmerksamkeit schenken, die bekommen Energie und wachsen. Die finden Resonanz beim Universumspförtner und der Entscheidungen, die wir treffen und auch der Bestellungen, um es mal so auszudrücken, liefert das Universum. So, jetzt bringe ich ja mal ein Beispiel aus meinem ganz, ganz früheren Leben. Oh mein Gott, wie lange ist das her? Das muss so 2004, 2005 schon gewesen sein. Da habe ich den Nachbar, damals noch im Saarland, den Nachbar beobachtet, das war im Februar, wie er so bei strömendem Regen, keine Ahnung, so 10 Grad etwa hatten wir draußen, mit Regencape an seinem Auto, ich glaube, es war ein VW Polo oder sowas, gestanden hat und dieses Auto gewaschen hat. So, da kommt ja schon mal von der Stichwort Bewertung, Beurteilung der Gedanke auf, da hatten immer alle Tassen im Schrank. Wie kann ich mich denn bei 10 Grad im Regen draußen hinstellen und mein Auto waschen? So, ich kann aber auch hingehen und kann
da keine Bewertung und Beurteilung zu abgeben und das einfach neutral sehen. Aber meistens sind wir ja dazu geneigt, überwiegend. Du hast da so deine eigenen Dinge, die dir vielleicht gerade vor deinem geistigen Auge sich abspielen, wo du überall bewertest. Und wir bewerten ständig. Wir bewerten ständig. Das ist gut, das ist schön, das ist schlecht, das ist böse. Welche Haare hat die denn? Wie redet die denn? Wie ist die denn gekleidet? Wie hat mein Chef sich gestern wieder mir gegenüber verhalten? Und. Wir sind ständig am Bewerten und Beurteilen. So, und jetzt Beispiel. Da ist Dorffest außerhalb der jetzigen Zeit. Irgendwann kommt ja wieder die Zeit, wo Feste es gibt, auch in Deutschland, wo Menschen zusammen feiern dürfen. Und ich hocke jetzt da im Festzelt mit meiner Familie, will einen wunderschönen Tag verbringen und sehe da von weitem den Nachbar kommen. Wenn dann diese Bewertung und Beurteilungsdatei, diese Prägungs- und Glaubenssatzdatei aufgeht, der hat ja nicht mehr alle Tassen im Schrank, wenn der sich jetzt hier zu uns an den Tisch hockt, nee, das war's dann. Dann gehe ich nach Hause oder gehe in ein anderes Zelt oder ja, keine Lust mehr darauf. Und dann ist es ja halt oft so, dass derjenige dann tatsächlich auch kommt, hockt sich zu einem, das passt einem dann nicht und dann trifft man die Entscheidung, der Abend ist für mich gelaufen und ich bezahle und gehe nach Hause. So habe ich mir dann meine Lebenswirklichkeit erschaffen. Ich denke, das bringt so ein bisschen auf den Punkt. Okay? Ich kann natürlich, wenn ich keine Bewertung, keine Ansicht darüber habe, ob jemand jetzt bei 10 Grad oder bei 1 Grad am Auto steht, sein Auto wäscht, ich könnte auch eine andere Prägung anlegen. Ich könnte auch denken, wow, das ist ja ein lustiger Naturbursche, der ist ja mal gut drauf. Und könnte dann denken, wenn der jetzt heute Abend uns hier im Festzelt an unserem Tisch beehrt, dann wird es noch lustiger. Dann treffe ich diese Entscheidung aufgrund dieser Prägung und Bewertung. Beurteilung und treffe dann die Entscheidung, okay, der ist jetzt hier, jetzt wird es noch lustiger. Dann habe ich mir dahingehend meine Lebenswirklichkeit erschaffen. Ja? Ihr Lieben, gebt mir doch mal Feedback, ob das soweit klar ist, bevor wir uns die nächsten Schritte anschauen, im Kommentarfeld oder wenn du Fragen hast, gerne her damit. Ich gucke mal hier inzwischen, damit ich dir darauf auch antworten kann. Alles gut. Sehr schön. So, also gerne mal reinschreiben, wenn du Fragen hast, wenn ich dazu sehr spirituell oder wie auch immer jetzt hier gesprochen habe und du hast Fragen dazu, sag's mir gerne. Okay, also, so erschaffen wir uns unsere Lebenswirklichkeit, okay? Wie kannst du daran jetzt etwas ändern? Damit du jetzt, du hast jetzt die genauen Schritte, wie du sie dir bis eben erschaffen hast. Und da gibt es jetzt Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, das ist jetzt nicht so, wie ich es gerne hätte. Ich hätte jetzt gern Klarheit zu meinem Seelenplan. Ich wüsste gerne, was mein Ding ist, warum ich eigentlich wirklich hier bin. Ich würde auch gerne meinen Seelenberuf daraus kreieren. Ich würde auch gerne sonst wo leben oder frei leben oder was auch immer. Dann darfst du, um ganz wirklich bei dir selbst anzukommen, dir deiner bewusst zu sein, das hat auch alles was mit dem Selbst zu tun, Selbstbewusstsein, Selbstliebe, Selbstwertgefühl, selbstbestimmt sein, selbst sich selbst zu vertrauen. Es geht immer um das Selbst hier, dass du ja bist. Du darfst es jetzt nur ans Tageslicht lassen. Und der erste Schritt fundamentalen Glaubenssätze, das, was im unbewussten See vergraben ist, was dich immer noch auf eine Art und Weise hat denken, unbewusst und agieren lassen oder reagieren lassen vielmehr, das darfst du lösen. Und da gibt es eine Nachricht, die dir jetzt vielleicht nicht so gut gefällt, ganz ehrlich, aus meiner eigenen Erfahrung. Wenn uns das bewusst wäre, dann könnten wir es ja auch noch selbst ändern. Dazu braucht es, nach meiner Erfahrung, weil ich das selbst auch nicht hinbekommen habe, und auch nach der langjährigen Erfahrung mit wunderbaren Menschen, die ich auch begleiten durfte und auch aktuell ja begleite, da braucht es einfach jemanden an deiner Seite,
der aus einer anderen Perspektive mit dir draufschaut, wenn ich mich mit dir unterhalte. Ich merke sofort anhand unserer Kommunikation, wo da noch Knoten sind, wo da Prägungen sind, wo da Denkmuster sind, die auf unbewusste Art und Weise in dir aktiv sind. Die darfst du lösen und das ist am hilfreichsten, am einfachsten und ganz offen und ehrlich, ich habe es auch nicht selbst hingekriegt, da braucht es jemanden an deiner Seite, der dich darauf aufmerksam macht. Guck mal da, da ist ganz tief was in dir verborgen, das lösen wir jetzt mal gemeinsam. Und da geht es nicht darum, da drin viel rumzuwühlen, sondern zack erkennen, zack lösen, wegschicken, Thema erledigt. So, nächster Schritt, diese Prägungen und Glaubenssätze, diese Sätze, die du bis eben glaubst oder geglaubt hast, die haben ja zu der jetzigen Lebenswirklichkeit geführt. Die musst, ich benutze dieses Wörtchen muss nicht gerne, aber in dem Falle ist es so, die musst du ändern. Du musst beginnen, andere Sätze zu glauben. Es geht nicht anders. Solange du weiter die Sätze glaubst, die bis eben in dir aktiv waren, wirst du auch immer die gleichen Resultate erzielen. Du musst diese Sätze ändern. Du musst dir bewusst werden, welche Glaubenssätze, was denkt es in dir den ganzen Tag. Das schauen wir jetzt auch noch gleich näher an. Was denkt es in dir? Weil diese Gedanken, die da aufkommen, diese unvorstellbare Zahl von etwa 60.000 Gedanken, die kommen ja irgendwo her. Die basieren auf den Sätzen, die du glaubst. Und die gilt es zu wandeln. Und ja, das ist auch vielleicht ein bisschen anstrengend. Ja, das ist auch ein bisschen mühselig. Ja, da habe ich auch schon oft gedacht, kann es nicht mal einfacher sein? Nein. Und ich kann dir eins sagen. Es ist nur die erste Zeit anstrengend. Sobald du merkst, wie das Universum agiert, wie immer mehr Lichtblicke da kommen, wie du immer mehr dich in dein Leben bewegst, wie du es wirklich haben möchtest, wie immer mehr Freude und Leichtigkeit reinkommt. Das ist auch nur eine Gewohnheit. Und dann wird es dir auch zur Freude sein, eine Freude sein, deine ganzen Gedanken zu beobachten und die immer wieder so zu wandeln, die Glaubenssätze zu festigen, auf die Art und Weise, wie du es tatsächlich brauchst, um dahin zu kommen, wo du hin willst. Und bitte, bitte wisse, das ist wie ein Training, das hört auch im Grunde genommen nicht auf. Wenn du lernen möchtest, wie du eine Meisterschaft im Tennisspielen meisterst, ersten Platz erreichst, dann musst du immer wieder trainieren. Muskel will immer wieder trainiert werden. Wenn ich hier so die Bizeps trainiere und höre dann wieder auf, dann erschlafft das wieder. Nur, wenn ich mal merke, wie gut sich das dann anfühlt, hier die Bizeps zu haben und ne, so, dann will ich ja auch weitermachen, weil sich das gut anfühlt, weil ich mich gut fühle damit. Ja, also es ist nur die erste Zeit mal anstrengend. Und dann wird es zur Freude, dann wird es zum Spiel, dann wird es leichter. Nächster Punkt, was machst du mit diesen ganzen Bewertungen und Beurteilungen? Im Prinzip ganz einfach, du hörst auf, Dinge zu bewerten und zu beurteilen und Ansichten darüber zu haben, wie etwas zu sein hat. Weil mit jeder Bewertung und Beurteilung machst du Deckel zu, jede Ansicht, die du hast, Deckel zu und das Universum sagt, okay, du willst ja nicht anders und steht machtlos da. Was kannst du da stattdessen tun? Fragen stellen. Also aufhören, Bewertungen und Beurteilen und Ansichten und Schlussfolgerungen zu haben. Jedes Mal, wenn du dich dabei ertappst, stopp, hör auf, stell eine Frage. Was ist jetzt sonst noch möglich? Wie kann es einfacher gehen? Wie kann es leichter gehen? Und Achtung, ganz wichtig, wie Fragen stellen? Oder was ist hier jetzt sonst noch möglich? Stell dir niemals die Frage, warum ist das so? Da wirst du keine schlaue Antwort drauf kriegen, schon gar nicht keine Antwort, die dich dorthin bringt, wo du eigentlich hin willst. Warum ist die Banane krumm? Ist halt krumm, fertig. Warum ist das jetzt so? Warum ist das in deinem Leben so, wie es bis eben war? Ist halt so. Hör auf, Warum-Fragen zu stellen. Stell Fragen, was ist jetzt sonst noch möglich? Wie kann es jetzt leichter gehen? Wie kann es jetzt einfacher gehen? Weil damit signalisierst du dem Universum, okay, die hätte gern mehr Möglichkeiten in ihrem Leben. Dann schicke ich ihr mehr Möglichkeiten. Erinnere dich, das Universum bewertet und beurteilt nicht. Das liefert dir immer.
Und so öffnest du dieses Feld. Nächster Punkt, Aufmerksamkeit. Allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Und da darfst du auch offen und ehrlich zu dir sein. Welchen Dingen hast du bis eben noch Aufmerksamkeit geschenkt, die größer und größer geworden sind, wo du dich nochmal in der Spirale gedreht hast, die dich keinen Schritt haben weiterkommen lassen? Mach da einen Cut. Beginne ab sofort nur noch den Dingen Aufmerksamkeit zu schenken, die so sind, wie du es haben möchtest. Gleiches zieht Gleiches an, alles ist eine Form von Energie. Und der nächste Punkt, die Entscheidungen, die du triffst. Wir Menschen, wir haben etwas mitbekommen, was wunderbar ist, uns aber auch ein Stück weit zum Verhängnis geworden ist. Das ist unser freier Wille. Das ist unser freier Wille. Nichts und niemand kann über dich entscheiden, es sei denn, du lässt es zu. Bitte wisse das, nichts und niemand kann über dich und deine Lebenswirklichkeit, dein Leben, deine Realität entscheiden, es sei denn, du lässt es zu. Als ich mir früher noch die Geschichte erzählt habe, ich habe ja keine andere Wahl, ich habe ja keine andere Perspektive, ich muss ja da öffentlicher Dienst am Arbeitsplatz erscheinen, ich muss das ja, ich kann ja froh sein, dass ich überhaupt so eine Stelle habe. Es hat niemand morgens in der Küche da gestanden, hat mir eine Pistole hier hingehalten, du gehst jetzt dahin. Ich wollte es zwar nicht, weil ich mich zunehmend nimmer wohl da gefühlt habe, aber ich habe mir die Geschichte bis dahin erzählt, aufgrund meiner Glaubenssätze, aufgrund meiner Bewertungen, Ansichten, Beurteilungen, aufgrund den Dingen, die ich da Aufmerksamkeit geschenkt habe, habe mich halt ins Auto gesetzt, morgens um 6:30, Raschauer, Autobahn, rechts und links, in trübe Gesichter gesehen, meins war noch trüber, manchmal waren auch Tränen in den Augen. Ich habe aber selbst die Entscheidung getroffen, niemand hat mich dazu gezwungen, ich habe nur geglaubt, es ist nichts anderes möglich. Deshalb, schenk ab sofort nur noch den Dingen die Aufmerksamkeit, die Energie, wie du es tatsächlich haben willst. Ja, dazu darfst du dir natürlich auch mal klar drüber werden, wie willst du es tatsächlich haben. Und triff dahingehend auch Entscheidungen, weil solange du keine Entscheidung triffst, solange du nur versuchst, deinen Seelenplan zu entdecken, solange du nur versuchst, ein freies Leben zu führen, solange du nur versuchst, deinen Kindern das Vorbild zu sein, was du eigentlich sein möchtest. Mir fällt gerade eine Situation ein von gestern Morgen, wo mein Mann und ich hier gestanden haben. Jetzt darf ich nicht zu sehr da reingehen, sonst laufen mir gerade wieder Tränen, wo wir so berührt waren und tatsächlich bei uns beiden Tränen geflossen sind. Unsere Tochter, die ist ja gerade hier. Unser Sohn ist in Deutschland und hat uns da ein Ergebnis seiner Arbeit über WhatsApp geschickt, was uns so im Herz berührt hat, wo ganz klar war, wo mir nochmal so bewusst wurde, wie sehr ich jetzt das Vorbild für meine Kinder bin, das ich immer sein wollte. Weil gerade so in der Pubertät von den Kindern, da ist mir so sehr bewusst geworden, wie sie anfangen, mein Leben nachzuahmen. Und das wollte ich nicht. Ich wollte ihnen einfach. Es geht nicht darum, für die Kinder Entscheidungen zu treffen, aber wir wollen doch alle, dass die Kinder wenigstens nicht die Fehler machen, die wir machen. Und es geht auch nicht darum, denen was überzustülpen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt kannst du deinen Kindern immer mit dem hoch erhobenen Zeigefinger sagen, mach das so und so. Die sagen dir, mach's doch selbst besser. Also war mir klar, und das war mit meinem Motor auch, mein eigenes Ding zu machen, mir mein Leben so zu erschaffen, wie ich es tatsächlich haben möchte. Ja, für mich, aber auch für meine wunderbare Familie, für die Kinder, für meinen wunderbaren Mann. Und das ist gestern Morgen nochmal so deutlich geworden, als er uns diese WhatsApp-Nachricht geschickt hat und uns das Ergebnis von einer Arbeit, die total aus seinem Herzen entstanden ist. Wenn ich diesen Weg nicht gegangen wäre, dann wird er, unsere Tochter ja auch, unsere Tochter plant gerade eine riesengroßen Veranstaltung und die ist erst 20
Unser Sohn ist 22 und zu sehen, wie sehr sie ihrem Herzen folgen, wie sehr sie ihr eigenes Ding machen. Wenn du es nicht für dich machst und Kinder hast, dann triff wenigstens die Entscheidung dahingehend, dass du für deine Kinder mal das Vorbild bist, das du eigentlich sein möchtest. Also eine Einladung von mir für dich, weil das jetzt gerade so aktuell mich gestern Morgen und mein Mann auch, der hat auch da gestanden und hat geweint vor Freude. Genau, also triff Entscheidungen. Das Universum, alle Helfer des Lichtes und der Liebe, wie auch immer du diese Instanz nennen möchtest, dein höheres Selbst, dein Überbewusstsein, ganz gleich, dein Schutzengel, die sind alle auf Wartestellung. Aber solange du deinen freien Willen nicht dahingehend nutzt, dass du eine Entscheidung triffst, wie willst du es wirklich haben, und dann auch alles dran setzt, diese Entscheidung auch umzusetzen, weil erst dann kann das Universum dir liefern, deine Bestellung, wird das nichts. Die schlechte Nachricht, dass es dann nichts wird. Die gute Nachricht ist, dass jeder von uns, absolut jeder, auch du, dir genau nach diesen Schritten die Lebenswirklichkeit erschafft und dass das der Weg ist, um ganz bei dir, in deiner Mitte, bei deinem wahren Selbst anzukommen. Okay? So, bevor wir uns jetzt den meisten Fehler anschauen, den die meisten machen, nächstes Blatt in deinem Workbook, schaue ich mal gerade in die Kommentare, ob da noch was offen ist. Soweit klar, wie schreibt Marion. Wie ist es, wenn ich mich entschieden habe, ein Ereignis wird wunderbar, es wird dennoch nicht so? Habe ich dann vorher etwas anderes entschieden und der Pförtner hat nur dieses aufgenommen und nicht das, was ich danach entschieden habe? Ja, das kann sein, liebe Marion. Und wie gehe ich mit diesen Dingen um? Kenne ich alles nur zu gut? Also wenn es schon mal dein Gefühl ist, dass du vorher vielleicht noch mehr Energie darauf gegeben hast, unbewusst auf etwas, wie du es nicht haben willst, und jetzt merkst, okay, jetzt hat das Universum aber so agiert und hat dir noch mal was geliefert, wie du es nicht haben willst, dann entscheidende Frage, wie kann es jetzt noch großartiger werden? Nochmal ganz klar dir darüber werden, wie willst du es selbst wirklich haben, dem Universum ganz klar diese Bestellung aufgeben. Weil das ist das Ding, und großes Kompliment, Marion, an dich. Das ist das Ding, wo die meisten dann scheitern und sagen, das funktioniert nicht, das geht bei mir nicht. Und wieder einen Rückzieher machen. Ja? Also, Frage damit beantwortet, Marion. Ganz klar nochmal neu ausrichten und vor allem nicht bewerten oder beurteilen. Jetzt habe ich wieder Dinge beim Universum bestellt, die ich doch nicht haben wollte und. Keine Schlussfolgerung, keine Bewertung, keine Beurteilung, schon gar nicht von dir selbst, weil das ist auch ein ganz großer Aspekt für jeden von euch. Hör auf, dich zu bewerten und zu beurteilen und sogar dich zu verurteilen. Wir, unsere Selbstkommunikation mit uns selbst, beobachte dich da auch bitte mal. So wird man mit der besten Freundin nicht reden, wie man oft oder meist und überwiegend manchmal mit uns selbst sprechen. Also davon darfst du dich auch lösen. Okay, François ist auch mit dabei. Schönen guten Morgen. So, dann machen wir mal weiter. Nächstes Blatt im Worksheet, den meisten Fehler oder den größten Fehler, den die meisten machen. Sie schauen die jetzige Lebenswirklichkeit an. Daraus resultieren Gedanken. Da sind wir nochmal bei diesem schönen Bewerten und Beurteilen, in Anführungsstrichen schönen. Das geht nicht, weil das funktioniert nicht und. Daraus resultieren nochmal negative Gefühle, Emotionen, Energielosigkeit. Man zieht sich wieder zurück, kauert sich wieder im übertragenen Sinne zurück ins Eck. Und keine Veränderung ist möglich, starre geht nichts. Und dann bleibt man drin stecken. Und das Ding ist einfach, alle Weltkulturen bezeichnen das Thema Menschsein aus genau drei Komponenten. Körper plus Geist plus Seele. Körper ist das, was wir mit dem physischen Auge sehen. Seele ist der Teil des Ganzen, der göttliche Teil, wie auch immer du das nennen möchtest. Der Teil dieses Ganzen, der in jedem von uns ist.
Geist ist das allwissende Feld, um es mal so auszudrücken. Und das Ding ist, du darfst ja jetzt klar drüber werden, wie willst du selbst deine zukünftige Lebenswirklichkeit haben? Und von dieser Ebene heraus denken. Also jetzt schon, wenn du deine neue, ich sage jetzt mal neue Identität. Ich habe ja jetzt hier auf Zypern, wo wir jetzt gerade leben, habe ich ja andere Gedanken und andere Gefühle als vorher noch, als ich am Arbeitsplatz gehockt habe. Wie habe ich mir das manifestiert? Indem ich immer und immer wieder in dieses Gedankengut, wie ich mich fühle und welche Gedanken ich habe, hineinversetzt habe in der Vorstellungskraft. Weil das ist das Grandiose, was wir zu unserem freien Willen auch noch mitbekommen haben, unsere Vorstellungskraft. Du hast eine Vorstellungskraft. Du kannst träumen, du kannst visionieren. Und die gilt es jetzt zu nutzen. Das ist der größte Fehler, den die meisten nicht machen, wo sie an dem Punkt nicht weiterkommen, weil sie ihre Vorstellungskraft nicht nutzen, sich vorzustellen, wie genau schaut meine künftige Lebenswirklichkeit aus, wie denke ich in dieser neuen Identität, wie fühle ich, weil das sind ja ganz andere Gefühle, das sind positive Emotionen. Und daraus entstehen neue, andere Handlungen für dich. Und das Universum liefert dir Möglichkeiten und Chancen und Gegebenheiten und Begebenheiten mit Personen und, und. Und so entsteht auch dann in der Realität deine neue, wunderbare Lebenswirklichkeit. Alles ist möglich für dich. Also, diesen einen Fehler werde ich künftig vermeiden. Das findest du in deinem Workbook. Da darfst du hinschreiben, von der jetzigen Lebenswirklichkeit aus denken und fühlen, weil dann keine Veränderung möglich ist. Starre, Ausrufezeichen. Diesen einen Fehler werde ich künftig vermeiden. Von der jetzigen Lebenswirklichkeit aus denken und fühlen, weil dann keine Veränderung möglich ist. Okay? Und das Ding, worüber wir gerade gesprochen haben mit der Vorstellungskraft, da ist klar geworden, wie innen so außen, das hast du auch schon mal gehört, ist ein Naturgesetz, dem können wir uns nicht entziehen. Wir können uns auch nicht der Schwerkraft entziehen. So können wir uns gewissen Naturgesetzen einfach nicht entziehen. Wie innen so außen, Realität, Lebenswirklichkeit geschieht immer von innen nach außen. So kannst du den nächsten Satz auch vervollständigen. Ich weiß jetzt, dass Realität immer von innen nach außen entsteht. Das ist niemals umgekehrt. Immer auf diesem Weg, niemals umgekehrt. Okay? Deshalb werde ich ab sofort mich immer wieder in die zukünftige Lebenswirklichkeit versetzen. Dazu darfst du dir natürlich jetzt auch klar werden, wie genau willst du es haben. Und jetzt schon gefühlsmäßig und gedanklich in diese Realität eintauchen, als sei sie schon da. Nach dem sogenannten Gesetz der Annahme. Ich nehme an, dass es schon so ist. Du kennst das. Noch ein Beispiel für deinen Kopf. Du hast ja schon mal irgendeinen schnulzigen Film angeschaut, Krokodilstränen sind dir über die Wangen gelaufen. Was hast du gemacht? Du hast einfach nur in so eine Flimmerkiste reingeguckt. Aber dein Geist, der war so in diesem Geschehen drin, dass du so berührt warst und geheult hast. Hast aber eigentlich nur auf der Couch gehockt und ein Gläschen Wein oder einen leckeren Tee getrunken. Das ist das Ding. Deshalb werde ich ab sofort mich immer wieder in die zukünftige Lebenswirklichkeit versetzen und jetzt schon gefühlsmäßig und gedanklich in diese Realität eintauchen, als sei sie schon da. Und dann bitte, bitte wisse, auch wenn das von Anfang an nicht so gut funktioniert oder du sagst, kommst auf die Idee, dich zu bewerten und zu beurteilen, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, das sind alles Bewertungen und Beurteilen. Wie kann es jetzt leicht gehen? Wie kann ich jetzt mich darin üben, immer und immer wieder diese neue Lebenswirklichkeit einzutauchen?
Fragen stellen. Und dann funktioniert das auch. Und somit wirst du dann durch diese neue Denkweise neue Resultate erzielen, weil das Universum immer das liefert, was du bestellt hast. So kannst du diesen Satz vervollständigen in deinem Worksheet. Und somit werde ich dann durch diese neue Denkweise neue Resultate erzielen, weil das Universum immer das liefert, was ich bestellt habe. Okay? So, Zeit für Fragen, bevor wir den nächsten Step gehen. Ich schaue mal ins Kommentarfeld nochmal rein. Der Buddhismus, die Lehrerreden Buddhas besitzen unsere Vorstellung einer Seele nicht, wie wir sie kennen. Der Buddhismus besitzen unsere Vorstellung einer Seele nicht, wie wir sie kennen. Wir formulieren das einfach nur auf eine andere Art und Weise, Maike. Das sind absolute Naturgesetze, egal, Hinduismus, Buddhismus, was auch immer es da draußen alles gibt. Ich bin katholisch aufgewachsen. Wenn man diese Schriften, egal, diese alten Schriften, die urälteste Schrift, das ist ja die Bhagavad Gita, die Veden, die Upanishaden, wenn man die auseinanderklabustern, das sind Naturgesetze. Jeder von uns, deshalb haben wir Menschen einen freien Willen. Wir sind die Schöpfer und Erschaffer unserer Lebenswirklichkeit. Und mit diesen Schritten, über die wir eben gesprochen haben, erschafft sich jeder von uns seine Lebenswirklichkeit auf diese gleiche Art und Weise. Manchmal wird es nur ein bisschen anders verpackt oder ein bisschen anders formuliert. Denn alle Religionen, alle. Religio heißt übersetzt nichts anderes als Rückverbindung. Alle Religionen, die wir hier kennen, egal wer es ist, ist alles von Menschenhand erschaffen. Jegliche Religion ist von Menschenhand erschaffen. Wenn wir darüber hinausgehen, uns tatsächlich zurückverbinden, dann finden wir diese Hinweise darauf, wie wir uns tatsächlich unsere Lebenswirklichkeit erschaffen. So bei uns selbst in unserer Mitte ankommen. Denn letzten Endes, die Erleuchtung Buddhas unterm Baum war ja nichts anderes als die Erkenntnis, wie er sich seine Lebenswirklichkeit erschafft. Nichts anderes. Nur ein bisschen anders dargestellt. Liebe Maike, hilft dir das? Schreib es mir gerne mal ins Kommentarfeld rein. Okay. So, liebe Hilke, guten Morgen, Vivian, so, okay, also, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie du deine Lebenswirklichkeit dir bis eben auf eine unbewusste Art und Weise erschaffen hast, auf was es jetzt tatsächlich zu achten gilt, damit du jetzt dir tatsächlich deine Lebenswirklichkeit so erschaffst, wie du es wirklich haben möchtest. Was ist jetzt elementar wichtig darüber hinaus? Ich will es nur noch mal so ein bisschen zusammenfassen, noch mal mehr auf den Punkt bringen. Gedankenhygiene, aufpassen, was du hier reinlässt, weil wir haben ja schon genug damit zu tun, diese Muster, Glaubenssätze, das alles umzuändern, aufzuhören, zu bewerten und zu beurteilen, also diese Schritte durchzugehen. Stell dir deine Gedankenhygiene genauso vor, wie du morgens Zähne putzt, wie du dich duschst, wie du deinen Körper pflegst, pflege auch so deine Gedanken, hab eine Gedankenhygiene. Hör auf, da Dinge reinzulassen, die nicht für dich sind. Ja? Hab Fokus. Fokus darauf, Stichwort allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Hab Fokus auf das Leben, wie du es selbst wirklich haben möchtest. Zielgerichtet zu sein, auch ganz, ganz wichtig. Dass du zielgerichtet auf diesem Weg bist und aufhörst, mal wieder dahin und mal wieder dahin und mal wieder dahin und dahin. Also metaphorisch gesprochen, auf einem Boot am See hockst und da in der Gegend rumschipperst. Und da ist das rettende Ufer, da willst du ja eigentlich hin, aber du fährst hier in der Gegend rum. Zielgerichtet geht's jetzt, wenn du das möchtest. Also du musst das nicht machen. Du musst auch die Dinge, die ich dir jetzt weitergebe, du musst das nicht umsetzen.
Aber du bist ja hier sonntags morgens um die Zeit, du willst ja mehr aus deinem Leben machen, du willst ja deine Lebensaufgabe entdecken, du willst ja dein volles Potenzial entfalten, du willst ja Veränderung, du spürst ja, da ist noch mehr. Deshalb gebe ich dir das hier weiter. Also zielgerichtet in diese Richtung, sonst nichts, Scheuklappen an. Disziplin. Wenn du jetzt denkst, ich habe keine Disziplin, dann darf ich dir eins sagen, doch, du hast Disziplin. Du hast diese Disziplin nur bis eben in eine Richtung gelenkt, die dich nicht dorthin gebracht hatte, wo du eigentlich hin wolltest. Du bist diszipliniert, nur bis eben noch in Richtung, die nicht so das Ergebnis gebracht hat, das du haben wolltest. So, wenn du diese Schritte dann auch befolgst, dann ist so das Nächste, was dann automatisch auch daraus resultiert. Nicht nur, dass du in deiner Mitte bist. Was heißt es denn, in deiner Mitte zu sein? Du bist wieder voller Begeisterung für dich, für dein Leben, für die Welt, für deine Familie, für alles, was ist. Du bist wieder entschlossen, in die Richtung geht's jetzt. Wie kleine Kinder morgens aufwachen, wow, was kann ich heute alles entdecken, was kann ich heute alles umsetzen, was kann ich alles machen heute? Du hast deine Mission vor Augen. Du weißt, das ist mein Ding. Darum bin ich hier. Das ist der Sinn meines Lebens. Und dann machst du einen Schritt nach dem anderen. Du beherrschst deine eigene Energie. Du herrschst über dich selbst. Und hast dann aufgehört, andere über dich herrschen zu lassen. Das nochmal so diese Dinge nochmal auf den Punkt gebracht, runtergebrochen, über die wir eben gesprochen haben. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich kenne niemanden, der das alleine hinbekommen hat. Und auch ich selbst habe es nicht alleine hinbekommen, sondern das ist der Grund, warum ich mich 2004, war es zum ersten Mal, oder 2005, zum ersten Mal dazu entschlossen hatte, mir einen Mentor an meine Seite zu holen, der damals dort war, wo ich hin wollte. Und dann bin ich hier natürlich auch gewachsen. Und ja, ich habe heute andere Mentoren an meiner Seite als noch vor vielen Jahren. Ich habe es alleine nicht hinbekommen, weil diese vielen Ablenkungen, die wir im Außen haben, und die Ablenkungsmanöver, Achtung, die wir auf der unbewussten Ebene uns selbst erschaffen, wo wir es noch gar nicht mal merken, dass wir uns Ablenkungsmanöver erschaffen haben. Das ist das, wo ein Mentor dich immer hinweisen kann, hey, in die Richtung geht's weiter. Dann hast du einfach keine Chance mehr, ins Schneckenhaus zurückzugehen, nochmal Schleifen zu drehen. Und wenn du jetzt wirklich aufhören willst, von deinem wunderschönen, befreiten Leben zu träumen und tatsächlich Klarheit haben möchtest, wie du jetzt auch ins Umsetzen kommst, und zwar Schritt für Schritt, nicht alles auf einmal, Schritt für Schritt. Wie haben wir denn in der Schule was gelernt? Schritt für Schritt. Wir sind ja nicht auch nicht in die Schule gegangen und am nächsten Tag konnten wir rechnen und dann konnten wir schreiben. Schritt für Schritt. Wenn du das jetzt möchtest, tatsächlich durchstarten, dann ist es elementar wichtig, dass du jetzt handelst, dass du jetzt tatsächlich eine Entscheidung triffst. Dann solltest und darfst du auch weiter keine wertvolle Lebenszeit vergeuden. Wenn du jetzt ohne Ängste und ohne Zweifel endlich auch mutig dein eigenes Ding machen möchtest, durchstarten willst in dein freies Leben, und wenn du dieses Jahr zu deinem größten persönlichen Erfolgsjahr machen möchtest und wirklich aufhören möchtest, wie ich das eben metaphorisch so gesagt habe, auf einem Boot auf dem See rumzuschippern und tatsächlich bei dir selbst stabil ankommen möchtest, Klarheit haben möchtest, das ist mein Ding. Statt weiter hier nur zu funktionieren, die Jahre zieht an dir vorbei, das Leben zieht an dir vorbei. Dann Sonntag Live Special Angebot, das aber nicht mehr lange gilt, das sage ich dir schon mal gleich. Bewirb dich jetzt zu einer kostenfreien Strategieplanung. Ich poste dir den Link jetzt mal ins Kommentarfeld rein. Barbara ist auch dabei. Schön. Guten Morgen. Also, wenn du schnell bist, wenn du jetzt tatsächlich eins verstanden hast, ich treffe jetzt eine Entscheidung, wäre deine erste Entscheidung tatsächlich, solange es da noch das Angebot gibt, weil das werde ich nicht mehr lange halten können, aus Zeitgründen einfach, dann bewirb dich
zu einer kostenfreien Strategieplanung. Ich habe ja eben gesagt, alles ist eine große Energie. Alles ist miteinander verwoben. Und dennoch hat jeder von uns, du, ich, seine eigene Lebensgeschichte. Die eigenen, ja, da, bei mir ist das aber anders. Ja, bei mir ist es aber so. Ja, ich habe aber das. Und das ist der Grund, warum ich mir überlegt habe, wie kann ich dir dann im ersten Schritt helfen, warum ich diese kostenfreie Strategieplanung anbiete. Weil da schauen wir ganz genau hin, wo genau sind die Ja-Abers in deinem Leben, was genau gilt es zu ändern, was genau gilt es zu lösen. Und du hast am Ende von dieser kostenfreien Strategieplanung, ich nehme da eine Stunde Zeit für mich, für dich. Wie gesagt, du musst dich dazu bewerben, klick da auf den Link. Du hast am Ende absolute Klarheit, ganz auf dich abgestimmt, welche einzelnen Schritte du jetzt gehen kannst. Ganz gezielt auf dich. Da schauen wir uns das alles nochmal ganz genau an. Deshalb zöger nicht länger. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass du sonst wieder auf der Stelle trittst, wenn du jetzt nicht handelst und tatsächlich eine Entscheidung triffst. Ich war ja schon auch im fortgeschrittenen Alter, auch wenn ich sage, die Kinder werden älter, ich werde jünger, vom Passalter werde ich auch älter. Ich könnte viel früher schon an dem Punkt sein, wo ich jetzt gerade bin. Zu meinem Lebensweg gehört es dazu, ich bin da im Frieden mit. Aber du musst nicht auch noch weitere Schleifen drehen. Deshalb, du bist heute hier, du willst mehr aus deinem Leben machen. Du willst deiner Familie ein anderes Beispiel sein, du willst vorangehen. Du willst aufhören zu funktionieren, du willst mal wieder Freude und Spaß im Leben haben, du willst mal wieder zu der lebensfreudigen, bunten Person werden, die du tatsächlich eigentlich bist. Du tust es für dich, für dein Herz, für deine Seele, für das Wertvollste, was du letzten Endes hast, für dein Leben. Klick auf den Link, bewirb dich. Nutz dieses Angebot. Wenn du wirklich aufhören willst, fremdbestimmt zu leben, vielleicht hast du schon schlaflose Nächte, wo du, weil du schon viel zu lange rumeierst und dir überlegst, ich will da raus, weißt aber nicht wie, überlegst hin und her und denkst, wenn, dann, dieses wenn, dann funktioniert eh nicht. Dann klick auf den Link, bewirb dich für eine kostenfreie Strategiesession. Du wirst definitiv auf dich abgestimmt. Wir schauen uns diese Ja-Abers an. Bei mir ist das so. Und was genau in deinem Leben noch unbewusst vergraben ist, was es zu lösen gilt. Und diese Klarheit hast du definitiv, wenn du zu den Auserwählten gehörst, die ja von einer kostenfreien Strategieplanung hier jetzt Nutzen ziehen können. Also, klick auf den Link, du findest ihn im Kommentarfeld. Hab noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, danke für dein Sein, danke für deine Aufmerksamkeit. Sei es dir wert. Du bist großartig, du bist wunderbar, du hast ein wunderbares Leben verdient. Viel, viel mehr ist für dich möglich als das, was du noch bis eben für möglich gehalten hast. Also bewirb dich, klick auf den Link. Im Kommentarfeld ist er. Bis dahin. Ciao, ciao.